20 Minuten geht die eigentliche Messe endlich los. Ich freue mich schon wahnsinnig drauf, wenn gleich die Showfloors hier eröffnen und man einfach gucken kann, was die Hersteller so an Demos bereithalten. Und das ist das, warum ich die Messe so wahnsinnig mag. Es ist die heimkinobezogenste Messe überhaupt, was es hier an Demos gibt und auch wirklich an hochwertigen Demos von verschiedenen Lautsprecherkonzepten, Akustikmöglichkeiten. Auch die ganz hochwertigen Projektorenhersteller sind hier genauso vertreten wie auch einfache Geräte. Sprich, man bekommt hier einen wahnsinnig großen Überblick über unsere komplette Branche, trifft sehr interessante Leute. Und ja, meine Strategie für den ersten Tag liegt darin, erstmal, so, jetzt dürfen Sie mich wieder verstehen, erstmal Informationen zu sammeln, so viele Demos wie möglich besuchen, mit so vielen Leuten wie möglich sprechen, Informationen sammeln, Präsentationen anschauen und so ganz nebenbei, auch wenn ich jetzt nicht drauf aus bin, hier Kugelschreiber oder sonstige, keine Ahnung, für Goodies zu ergattern, aber ich werde schauen, dass ich jetzt gleich am Anfang, wo der Floor aufmacht, zu bestimmten Vorführungen gehe, wo ich weiß, dass es 4K, Dolby, DTS etc. Demo-Discs geschenkt bekommt. Die sind nämlich ratzfatz weg und genau deswegen lege ich jetzt mal los. So, der erste Tag ist geschafft. 9 Stunden Messestress sind hinter mir. Man sieht auch schon hier, die Hallen sind jetzt relativ leer. Ich habe mich gerade noch ein bisschen festgequatscht. Ja, ich freue mich jetzt erstmal hier ein bisschen abzuschalten, dann gleich geht es jetzt erstmal ins Hotel. Kleine Runde duschen, Füße hochlegen und dann hier erstmal hier Unterlagen wälzen, nochmal Videos anschauen, die Eindrücke von heute verarbeiten. Ich mache ganz bewusst jetzt heute noch keine Videos über die eigentlichen Produkte, obwohl ich heute den ganzen Tag in Herstellerschulungen und auch in Demonstrationen gesessen habe, also hier in den zahlreichen Vorführräumen, was wirklich messespezifisch super interessant ist. Also ich kenne keine Messe, wo man so viel Wert auf Vorführung legt und es auch wirklich auch so gute Vorführungen sind, wo man sich Mühe gibt und einfach auch probiert, die Leute für sich zu gewinnen. Das ist halt auch typisch amerikanisch, wo es dann eher darum geht, ja, einfach, gelinde gesagt, ein bisschen Show und Action zu haben, statt jetzt hier nur mit irgendwelchen Mockups zu glänzen. Das ist eine sehr praxisbezogene Messe, wo es viele Workshops gibt. Und mal kurz gucken, dass ich hier keinen über den Haufen renne. Aber es zeigt mir wieder mal, auch auf der anderen Seite, wie gefährlich auch Demos sind. Und darüber möchte ich mich ganz kurz jetzt auslassen. Eine Demo soll ja eigentlich dazu dienen, dass man sich einen praxisnahen Eindruck von einem Produkt verschafft. Und hier in dem Fall auf so einer Messe ist es natürlich das Interesse vom Hersteller, sein Produkt so gut wie möglich dastehen zu lassen. Und genau daran liegt der Fehler. Plus die Fokussierung auf ein einzelnes Produkt. Das ist ja genau das, was ich immer sage. Es kommt weniger auf die einzelne Zutat an, es kommt auf das Gericht an. Dazu muss die Zutat passen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel hier bei diesen ganzen Projektionsdemos... Ja, yeah, excuse me? Excuse me, yeah, it's time for you. Yeah, yeah, I'm actually going to the exit. Okay, well, can you... Sure. Can you make your movie going out towards the exit? Absolutely. Thank you so much. Okay. Ja, ich habe gesagt, jetzt ist ja Feierabend. So, ich muss mir jetzt ein bisschen beeilen. Das Gefährliche ist, wenn ich jetzt ein Projektorhersteller bin, dann weiß ich um die Stärken und Schwächen meines Projektors, das ist Punkt 1, und wähle dann danach auch die Szenen aus. Das heißt, wenn ich ein Projekt habe, der gut meine Farben reproduziert, eben, wo waren das? Das war bei JVC, der, ich mache es jetzt mal mit deutschen Begriffen, oder mit den Modellen, wie die in Deutschland heißen, der Z1. Der ist wahnsinnig gut, wenn es um diese, ich sage jetzt mal, Sandalenfilme geht. Das heißt, Rot-Gelb-Abstufung und das ist jetzt weniger der Schwarzwert- und Kontrast-Champion. Ich muss ja kurz gucken, wo der Ausgang ist. Und wenn man eben genau das dann auch in so einer Demo vorführt und kritische Szenen, die das auch wirklich offenbaren, gar nicht so hier in den Fokus stellt, dann gibt das vielleicht auch ein falsches Bild vom Projektor. Beziehungsweise man muss als Händler wahnsinnig differenzieren, wie realistisch die Performance ist, die dort gezeigt wurde. Dazu kommt noch der Umstand, dass eigentlich alle Leinwände, die ich hier gesehen habe, auch auf Show getrimmt waren. Kleinen Moment. Ja, hier geht's raus. So, okay. Bin ich jetzt gelandet? Anyway.
Also es ist auf Show getrimmt. Das heißt, es geht nicht um, ich sage jetzt mal, gesamtheitlich harmonische Lösungen oder ausgeklügelte, durchdachte Lösungen. Kann ich auch von dem Einzelteilkomponenten gar nicht erwarten. Wenn ich jetzt hier als Hersteller wäre und würde meine Leinwand präsentieren wollen, dann würde ich jetzt auch nicht unbedingt was hinstellen, was jetzt hier für beste Lautsprecheraufstellung gedacht ist, sondern würde dann eben auch das machen, was mein Produkt dann am besten dastehen lässt. Logisch. Muss man in so einem Kontext auch. Nur es ist halt die Aufgabe als Händler, das Ganze zu differenzieren und auch zu hinterfragen, ohne dann jetzt gleich in Videos herzugehen und zu sagen, boah, der Projektor, der hat gerockt oder das Lautsprechersystem. Dann kommt ja noch Punkt 2 dazu. Wer glaubt denn ernsthaft, dass die Projektoren, die hier als Vorsehmodelle gezeigt werden, wirklich automatisch auch 100% repräsentativ für das eigentliche Produkt sind, welches dann später rauskommt? Also allein schon, wenn ich mir überlege, welche großen Serienstreuungen es gibt bei Projektoren, wie gut ist die Linse? Was für Netzteil ist drin, das Thema hatten wir bei Audioverstärkern teilweise schon. Also das ist eine wahnsinnig große Bandbreite gegeben. Und wo ich vorhin gerade dabei war, bei Leinwänden, fast jede Demo-Leinwand hier war eine Leinwand mit einem Gain-Faktor zwischen 1,3 und 2,0. Und wenn man dann natürlich kurze 2-3 Minuten Clips sieht, die auf HDR-Effekte getrimmt sind. Da war besonders bei JVC ein Feuerschlucker dabei. Das sah fantastisch aus. Also da funktioniert das natürlich. Wenn man dann allerdings mal genau hinschaut und dann hier war mal ganz kurz eine Unterbrechung, da hat man ein eigentlich unifarbenes blaues Bild gesehen und achtet dann da mal auf die Hotspot-Bildung. Oder man geht näher ran und hat dann wieder dieses Glitzern, weshalb ich persönlich kein Freund von High Gain oder Kontrasttüchern bin. Ja, da muss man einfach sich wirklich überlegen, wie dann die Gesamtperformance nachher wirklich von dem einzelnen Produkt ausfällt. Also man kann nicht, und darum geht es mir jetzt, automatisch von dem Eindruck hier auf der Messe auf die eigentliche Performance des Produktes schließen. Man kriegt eine Idee, wie wird das Produkt hier vorgestellt. Und es ist auch für mich deswegen interessant, diese Vorführungen hier mitzunehmen, einfach zu sehen, wie führen andere denn vor? Mit welchem Equipment wird vorgeführt? Beziehungsweise mit welchen Szenen wird gearbeitet? Wie lang sind die Szenen? Wie wird das Ganze anmoderiert? Das ist ja etwas, was ich tagtäglich auch mache für unsere Kunden. Und das ist einfach mal interessant, über den Tellerrand zu schauen und sich hier von den Kollegen, das machen ja teilweise Händler die Demos hier, Inspiration zu holen. Vielleicht gibt es ja eine neue Szene, die man noch nicht kennt, die wirklich toll ist. In dem Zusammenhang, es wurde am meisten vorgeführt mit Jumanji. Lucy war sehr beliebt und ich glaube Fast and Furious habe ich heute mehrmals irgendwo gesehen. Das sind so die Messe-Lieblinge. Genau. Ja, das bringt mich jetzt auch noch zum Thema Demo bei uns, bei Hollywood zu Hause. Wir legen ja sehr viel Wert auf eine gute Demo. Aber in einem völlig anderen Kontext. Meiner Meinung nach ist eine Demo für ein Einzelprodukt allerhöchstens beim Thema Projektor und Bild halbwegs sinnvoll. Wobei selbst dann der Raum eine ganz große Rolle spielt, die der Kunde nicht immer so einfach ausblenden kann. Aber im Wesentlichen macht aus meiner Sicht eine Demo nur unter dem Aspekt Sinn, dass ein Kunde bei uns sich ein komplettes Kino anschaut und bekommt ein komplettes Kino vorgeführt und eben keine Einzelteile. Aber mich lenkt dieser Bus wahnsinnig. Es ist Wahnsinn, wie laut hier die ganzen Transportmittel sind. Und genau deswegen habe ich mir gedacht, ich mache an der Stelle jetzt dann doch nochmal einen Cut. Fahr erstmal ins Hotel, mach mir noch ein paar Gedanken über die Abmoderation des heutigen Tages. Und verabschiede sie mit einem Sonnenuntergang. Naja, Sonnenuntergang, leider war der Verkehr langsamer als die Sonne. Wobei gut, das geht jetzt auch. Ja, ich war dabei beim Thema Demo ein bisschen über den Grundsatz zu sinnieren. Meiner Meinung nach sollten Sie als Kunde eine Demo weniger auf ein einzelnes Produkt bezogen sehen, sondern eher als Showcase für die Kompetenz des Händlers. Denn die Zutaten, die sind ja bei allen Händlern ähnlich. Ich meine, klar,
jetzt hat nicht jeder alle möglichen Produkte und manchmal gibt es auch Einzelprodukte, die nur bei bestimmten Händlern zu haben sind, so wie bei uns zum Beispiel die Hollywood Screens. Das ist vielleicht ein bisschen was anderes, aber ganz generell bringt es ja relativ wenig, wenn man jetzt sagt, ich möchte mir eine Vorstufe anhören, geht zu einem Händler, um dann wirklich davon eine Kaufentscheidung abhängig zu machen. Denn, naja, das hat man auch teilweise jetzt auf der Messe wieder schön gehört, da bin ich ja nicht allein mit meiner Meinung, dass in einem Fall hat sogar, ich weiß nicht mehr, wer es war, aber auf jeden Fall hat es irgendwo geheißen, 80% vom Klang generiert grundsätzlich mal der Raum und die Aufstellung, sprich alles drumherum, und 20% fällt dann maximal auf die Elektronik zu. Und dann zum Beispiel macht es keinen Sinn, wenn zu mir ein Kunde kommt und hört sich dann etwas an und hat eine ganz andere Umgebung als zu Hause. Und selbst wenn man, und da muss man sich überlegen, wenn man es jetzt besser machen will, müsste man eigentlich dem Kunden, der sich jetzt eine Vorstufe kauft, als Beispiel, müsste man dann sagen, okay, ich lasse zwei Vorstufen im Vergleich laufen. Dann ist nur die Frage, welcher Händler hat denn zwei Vorstufen, die wirklich in einem Preisbereich liegen? Zum Beispiel gibt es meines Wissens nach wenig Händler, die sowohl eine Trino-Vorstufe als auch eine Storm-Audio-Vorstufe oder dann vielleicht noch eine Datasat haben oder eine Macintosh, was es noch alles gibt, da fängt es schon mal an. Aber das Zweite ist, welcher Händler, und da zähle ich uns mit dazu, ist denn von der Infrastruktur an dem Punkt, wo er auf einem professionellen Level AB-Vergleiche mit solchen Geräten machen kann. Die kann ich ja nicht mal eben, wie sage ich, ein Stereo-Gerät aus dem Regal ziehen und steck's dann ins Heimkino, drück auf den Knopf und fertig. Ja, lass mal die ganze Verkabelung, dann die Steuerungsprogrammierung und dann die Kalibrierung. Und das ist halt der Hauptpunkt. Bei uns zum Beispiel so, wir haben 6 Heimkinos bei uns im Showhaus und da kann ich jetzt unmöglich jede Vorstufe für jedes Heimkino vorkonfiguriert haben, dann durchs Haus schleppen, aus dem 19-Zoll-Schrank wegschrauben, da muss ich trotzdem neu nochmal überall einmessen, dann ändert sich wieder irgendwo was, da kommt noch das Thema Steuerung mit dazu, dann das Thema Kompatibilität, sprich, das geht irgendwo dann auch nicht mehr richtig. Und selbst wenn, dann ist die Frage, ob der Kunde wirklich in der Lage ist zu sagen, ich habe jetzt 2 Vorstufen gehört im Abstand von 5 Minuten, und man kann das ja dann auch jetzt nicht 10-mal wiederholen, ob dann wirklich einmal AB und dann BA-Vergleich wirklich richtig ausreicht. Denn nach wie vor habe ich ja dann immer noch eine Vorstufe, die vom Gesamtergebnis 10-20% ausmacht. Habe aber zu Hause einen Raum, im krassesten Fall zu Hause einen halligen Wohnraum, während ich dann gerade bei uns zum Beispiel jetzt gut optimierte, eher stark bedämpfte Räume habe, mit vielleicht völlig anderen Lautsprecherkonzepten. Also das ist auch so ein Punkt, den man hier auf so einer Messe wirklich sehen muss. Ja, wie ich gerade eben erwähnt habe, die meisten Projektoren wurden gezeigt mit Kontrastleinwänden oder ALR-Tüchern etc. Das Minimum Gain war 1,3. Ja, wie aussagekräftig ist dann jetzt hier ein Projektor Eindruck, der für den Kunden, der sich zum Beispiel ein akustiktransparentes Tuch anschaffen will, welches vom Gain vielleicht sogar unter 1,0 liegt, wo andere Dinge gefragt werden. Abgesehen jetzt von den Themen, die ich vorhin schon angesprochen habe, dass man bei den Projektoren nicht weiß, wie wurden die kalibriert, sind es Vorsehmodelle, ist da eine andere Software drauf, wie ist es mit dem Netzteil, was sind das für Zuspieler, was ist das für Software, das gab es ja auch schon bei manchen Herstellern, aber eher im Stereo-Bereich, dass dann auf einmal irgendwelche Spezial-CDs aufgetaucht sind, die ein Mastering hatten, was man sonst nicht kannte. Ich will natürlich jetzt nicht den Händlern oder den Herstellern hier unlautere Geschäftsmethoden unterstellen, um Himmels Willen, in keiner Form. Ich sage nur, man soll nicht alles so heiß essen, wie es gekocht wird. Darum geht es mir. Und das ist nichts anderes wie grobe Eindrücke. Und ja, ich glaube, jetzt habe ich mich doppelt und dreifach wiederholt. Mir persönlich geht es bei den ganzen Demos eher darum, die Präsentation mitzunehmen, wo mit Workflows gearbeitet wird, mit Flipcharts vielleicht oder mit PowerPoint-Präsentationen, wo man zum Produkt einfach handfeste Infos erfährt. Was haben sich die Entwickler gedacht? Was wurde wie verbessert? Was wurde vielleicht nicht verbessert? Man kann ein paar Fragen stellen. Das ist interessant bei solchen Demos. Und halt so das Drumherum, welche Szene wird wie vorgeführt, wie wird anmoderiert. Es gibt zum Beispiel Hersteller, die lassen mehr oder weniger unkompliziert einfach mal ein paar Szenen laufen, die Leute gehen dann raus, sollen sich selber ihre Meinung bilden. Dann gibt es welche, die sagen einem vorher, auf was man achten soll.
Andere wiederum sagen haben schon vorher, ja, jetzt sehen Sie gleich den perfekten Schwarzwert von dem und dem Projekt. Weil das ist dann wieder das Thema Autosuggestion. Das ist einfach interessant, das so ein bisschen kritisch zu beobachten. Und wie gesagt, um nochmal zum Thema Demo zum Abschluss zu kommen. Wir machen es so, dass eine Demo immer eine Gesamtheit darstellt aus optimalem Bild, gutem Ton, einem Wohlfühlfeeling im Heimkino, einer komfortablen Steuerung, weil im Heimkino geht es ja letztendlich immer ums Ganze. Und das ist halt ein Punkt, der jetzt hier bei den ganzen Demos wenig gelebt wird, denn Projektorenhersteller haben jetzt eher weniger Fokus auf einen richtig guten Ton und selbst die kleinen Demokabinen, die es da gibt, sind jetzt auch nicht unbedingt immer ganzheitlich auf Perfektion getrimmt. Aber man kann halt sich so ein bisschen, man hat mal ein Produkt gehört, aber wie sinnvoll ist es, in einem 20 Personen umfassenden Hörraum irgendwo zu sitzen und sich einen Klangeindruck zu machen? Wir wissen alle, wie wichtig es ist, im Sweet Spot zu sitzen. Deswegen, war es jetzt für heute. Insofern auch erfolgreich. Haha, das wollte ich auch noch zeigen. Jetzt habe ich hier meine Unterlagen. Sie sehen schon hier, ich habe es geschafft. Die habe ich dann heute hier bei einer Vorführung noch ergattern können. Ist übrigens eine totale Schande. Warum ist es für Dolby, Auro, DTS:X so schwierig, einfach mal in ordentliche Mengen diese blöden Demo-Discs rauszuhauen, sondern immer nur homöopathisch, dass man auf einer Messe händeringen gucken muss, so eine blöde Disc zu kriegen. Also eigentlich sollte man doch als Händler damit zugebombt werden, dass man die Kunden damit versorgen kann, um ihre Heimkinos richtig zum Glänzen zu bringen. Aber stattdessen, wenn dann mal, hier war es jetzt bei Sound United, danke nochmal dafür, nach einer Demo der Host dann sagt, I have a present for you und zückt dann so eine Demo-Disc und alle Leute in frenetischem Jubel ausbrechen, dann denke ich mir auch, na gut, Dankbarkeit ist ja schön, aber irgendwo ist es traurig, dass man diesen Demo-Discs so hinterher lechzen muss. So viel zum ersten Tag. Ich freue mich auf morgen.